Hi, wir sind Nathalie und Marius und seit 2 Monaten sind wir jetzt schon mit unserem selbst ausgebauten Van Soli unterwegs, kommen an die schönsten Orte Europas und arbeiten überall dort, wo wir gerade parken und eine stabile Internetleitung haben. In diesem Video nehmen wir dich mit auf unsere abenteuerliche Reise nach Kroatien, wo wir zum ersten Mal so richtig ankommen in diesem neuen Leben. Einem Leben zwischen Abenteuer und Entspannung. Arbeiten und erleben. Viel Spaß dabei. Nachdem wir die wunderschönsten Herbstfarben, den Wasserfällen, Flüssen und Bergen Sloweniens erkundet haben, ging es direkt weiter in das nächste Abenteuer. Kaum sind wir über die Grenze gefahren, fühlten wir uns wie in einer anderen Welt. Aus farbigen Laub- und Tannenwäldern, Flüssen und Wasserfällen wurden felsige Landschaften mit Buschgewächsen und natürlich Meer. Das erste Mal Meer dieses Jahr und ich konnte mein Glück kaum fassen. Aber seht selbst. Und auf einmal war da diese grenzenlose Freiheit und mit einhergehend Tausende und Millionen von Möglichkeiten. Reisen, filmen, Videos schneiden, Bilder bearbeiten, Videos hochladen, live gehen, neue Programme entwickeln und. Lauf zum Sonnenuntergang, zum schönsten, den ich jemals gesehen habe. Und das, wovon wir so lange geträumt haben, jeden Tag in neue Orte reisen, nebenbei arbeiten und neue Projekte kreieren, wurde irgendwann zu viel. Und auch wenn du diesen Traum hast, Reisen und Business zu verbinden, können wir dir von Herzen und aus eigener Erfahrung empfehlen, Balance reinzubringen, auch mal einen Tag stehen zu bleiben, an einem Ort zu sein und einfach mal ein bisschen anzukommen, in diesem neuen Land, in diesem neuen Leben zu meditieren, Yoga zu machen, innezuhalten, auch einfach mal nichts zu tun, auch wenn es dir in deinen Fingern kribbelt. Wir kennen dieses Gefühl nur zu gut. Manchmal ist es einfach besser, noch langsamer zu reisen, mehr an einem Ort zu erkunden und Balance reinzubringen. Es ist einfach feuerrot. Und das am letzten Abend hier auf dem Campingplatz, wo wir jetzt 7 Tage waren. Und diese Zeit auf dem Campingplatz und die Zeit in Kroatien sind geprägt von Ausgleich, von Ruhe und Entspannung, von Ankommen in diesem neuen Kapitel, in diesem neuen Leben. Denn jeden Tag beben meine Zellen, wenn ich rausgehe in die Natur, wenn ich filme, wenn ich kreiere, wenn wir neue Orte entdecken und all diese Abenteuerlust, all diese kreative Feuer, kann meine Seele, mein Herz die ganze Zeit machen, aber mein Körper braucht manchmal Ruhe, der braucht manchmal Entspannung. Und ich brauche auch Zeit und Ausgleich, um all das zu verarbeiten und um all das auch für dich zum Beispiel in Videos zu packen. Deswegen habe ich jetzt gerade auf diesem Campingplatz in Kroatien wieder jeden Morgen meditiert, jeden Morgen Yoga gemacht, auch die Zeit genutzt zum Reflektieren. Hey, mit all dieser Freiheit, mit all dieser Fülle an Möglichkeiten, die jetzt da ist, wie genau will ich denn jetzt wirklich leben? Wie genau sollen denn die Videos jetzt wirklich aussehen? Welche Message will ich wirklich transportieren? Was ist wirklich die Essenz von all dem, was ich tue? Genau das. Dafür waren diese Tage jetzt hier in Kroatien so unfassbar wertvoll und wichtig. Und ich bin so dankbar dafür, diesen Ausgleich
jetzt einfach zu haben. Diesen Ausgleich zwischen Abenteuer und Entspannung. Bedingungslos auf unsere Träume zugehen, gibt es manchmal Momente, wo wir einfach ins kalte Wasser springen müssen, den Mut aufzubringen, trotzdem bedingungslos dran zu bleiben, zu vertrauen. Nani, bist du auch bereit für die Weiterfahrt? Oh, Tigerchen ist auch bereit. Wow, guck mal. Let's go, Nani, oder? An diesem wunderschönen Ort haben wir die Nacht verbracht und wir sind gestern Abend noch weiter die Küstenstraße entlang gefahren. Dann wurde es langsam dunkel und haben gesagt, wow, jetzt können wir uns auch eine schöne Schlafstelle suchen. Und dann, 2 Kilometer später, sind so ein Ausblick auf so wunderschöne Seenplatten und da sind wir runtergefahren. Und genau hier war so ein kleiner, süßer Campingplatz, wo Soli auch gerade im Hintergrund steht. Und wir werden jetzt die nächsten 2 Tage hier vor Ort noch in der Wohnung verbringen, in der Airbnb, damit wir Internet haben, damit ich Videos zu meinen hochladen kann. Damit Natalie morgen den kompletten Tag den Content Creation Day bei SoulDrive machen kann. Und danach geht's dann weiter nach Dubrovnik. Und genau das hier ist der Stellplatz, wo wir heute Nacht waren. Direkt unter so einem wunderschönen Baum, da sind Natalie und Nani. Und wir sind ja in so einem wunderschönen Kaki-Baum und pst, Natalie hat gerade eine Kaki gepopst. Aber keinem erzählen. Während Natalie in SoulDrive beim Content Creation Day anderen Menschen beigebracht hat, wie sie durch intuitives Marketing noch mehr Menschen zu ihren Programmen begeistern, habe ich mir Zeit für mich genommen und bin auf eine kleine Wandertour und Sonnenuntergangsmission gegangen. Hallo, du wundervoller Mensch. Ich bin hier gerade immer noch in Kroatien und ich gehe jetzt auf eine kleine, spontane Wanderung auf einen Berg hoch. Und das Spannende ist, das hier scheint mein Weg zu sein, den ich jetzt nach oben gehe. Denn ich will beim Sonnenuntergang einen richtig schönen Blick haben. Hinter diesen Bäumen, die ihr gerade seht, ist nämlich ein richtig schöner See. Ich habe natürlich kein Wasser mitgenommen. Ich schwitze wie so ein Bär. Heieiei. Ich habe einen Berg bestellt und der Berg ist da. Wow. Ich kann gerade nicht filmen, wie ich hier lang gehe, aber ich will diesen Moment einmal festhalten. Das hier ist gerade mein Weg. Von da unten komme ich irgendwo. Holy moly. Und genau das sind die Momente, die mich so richtig lebendig lassen fühlen. Yes! I made it! Das sind die Momente, für die ich losgehe und all in gehe für meine Träume und dieses Leben.
nachdem wir schon knapp 2 Wochen in Kroatien unterwegs gewesen sind, passierte dann etwas, was ich mir die Wochen davor so sehr gewünscht habe und bis heute mein Herz erfüllt. Genau von diesen Abenden habe ich vorher geträumt. Menschen, die sich zum ersten Mal begegnen, kommen zusammen, essen, singen, lachen. Verbindung entsteht und Freundschaften werden geknüpft. Ein Thema stand während der Zeit in Kroatien im Vordergrund: die Verbindung von Reisen und Business, Abenteuer und Entspannung. Ankommen in diesem Leben, wenn wir quer durch Europa fahren und unser Office überall da ist, wo wir gerade parken. Und nach mittlerweile 2 Monaten auf Reisen kann ich dir sagen, hell yeah, es ist total möglich, ein Business auf Reisen zu führen. Sogar so, dass sich beides ergänzt und unterstützt. Und wenn genau das auch ein ganz großer Traum von dir ist, dann klicke gerne auf den Link in der Beschreibung und sei dabei bei der kostenlosen Masterclass If you can dream it, you can do it. Und in diesem Sinne, fühle dich von Herzen umarmt. Abonniere diesen Kanal für viele weitere Videos rund um das Thema Träume verwirklichen, Reisen und Business. Bis dahin, enjoy your soulful journey.